Hi und herzlich willkommen bei diesem Kanal Aviation for Everyone. Hier gibt es Berichte für Insider über die Luftfahrtbranche als auch für normale Menschen, die zwei-, dreimal fliegen. Heute ist aber mal erstens eher was für Insider dran. Nämlich vergleichen wir die Branche im Winter als auch im Sommer. Denn vieles sei gesagt, es gibt mehr Unterschiede als ihr glaubt. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr schon mal eingeschaltet habt. Besonders hier im Kontinent Europa ist eigentlich die Nachfrage sehr dynamisch. Wahrscheinlich fast sogar dynamischer als nirgendwo anders. Sind es im Sommer zum Beispiel sehr touristische Ziele wie Heraklion in Kreta, Palma de Mallorca in Spanien oder eben Corfu in Griechenland, Destinationen, die besonders nachgefragt sind, sind es im Winter eher sehr wenige Destinationen oder generell einfach wenig Nachfrage. Dies spiegelt sich sowohl in den Passagierzahlen als auch in den Airline-Quartalszahlen wieder. Schauen wir uns zum Beispiel die Airlines-Quartalszahlen an. Vom ersten Quartal im Jahr 2019 finden wir hier bei der Lufthansa-Gruppe ein Minus von 336 Millionen Euro. Oder von der International Airlines Group, wo unter anderem British Airways, Iberia und Level sowie auch Aer Lingus zum Beispiel dabei sind. Es gibt noch weitere kleine Airlines. Finden wir hier nur unter Anführungszeichen ein Plus von 135 Millionen. Vergleicht man es mit den Zahlen im dritten Quartal 2019, sind es bei der Lufthansa-Gruppe Milliarden eigentlich, ca. 1 Milliarde und bei der IAG ca. 1,4 Milliarden Euro Gewinn. Auch in den Passagierzahlen spielt sich das Ganze natürlich wieder. Schauen wir uns hier zum Beispiel den Flughafen Wien an, der im Jänner 2019 eine Passagierzahl von ca. 1,9 Millionen hatte, während er in der Hochsaison bis zu 3,1 Millionen Passagiere begrüßen dürfte. Und von diesen 3,1 Millionen Passagiere flogen natürlich sehr viele zu Sommerdestinationen, wie eben Heraklion, Palma de Mallorca und Corfu. Blicken wir doch eben auch kurz zurück auf den Sommer dieses Jahres, also des Jahres 2022. Die Nachfrage ist so hoch, wie niemand es erwartet hatte eigentlich. Sie ist fast so hoch wie vor Covid-19. Das hat man natürlich an vielen Flughäfen gemerkt. Zum Beispiel an Amsterdam hat man zum Beispiel sehr lange auf die Sicherheitskontrollen gewartet. Waren es an einem normalen Tag ca. eine Stunde und sogar an chaotischen Tagen, wo sehr viel los war, Ferienbeginn zum Beispiel, waren es sogar satte 6 Stunden. Das war zumindest der Hochwert. In Frankfurt fehlte es zum Beispiel auch am Bodenpersonal. Die haben sogar mitten im Sommer gestreikt, sodass Lufthansa reine Kofferflüge zu ihren innereuropäischen Destinationen durchführen musste. In London Heathrow stapelten sich die Koffer sogar bis zu den Check-in-Hallen im Terminal 3. Auch viele Airlines haben nicht mit dieser Nachfrage gerechnet und dadurch mussten sie Kapazitäten aufbauen. Diese Kapazitäten hat man sich ausgeborgt, in Form von Fliegern natürlich. Und zwar gibt es da zum Beispiel viele Beispiele. So hat sich die TUI Group sehr viele Flugzeuge von der kanadischen Sunwing ausgeborgt, die Eurowings von der maltesischen Avion Express, genauso Sun Express von der maltesischen Avion Express und Condor, die deutsche Ferienfluggesellschaft von Estland Airlines. Und beim Fall Condor war es eben sehr interessant, man machte sich sogar hier die Mühe, die Flieger dementsprechend zu bemalen. Condor hatte ja dieses Jahr eine besonders interessante neue Lackierung vorgestellt und man nutzte die Gelegenheit des Ausbohrens der Flieger, um das Tail, also die Eckflosse des Flugzeugs zu bemalen. Auch Eurowings und zwar an Sun Express haben natürlich ihre Flieger dementsprechend beschriftet, allerdings ihre Flieger dementsprechend nur weiß gehalten, sodass man eben nur die Schrift dazu schreiben muss, weil es eben effizienter ist und sich das Neulackieren natürlich nicht rentiert. Doch schauen wir uns einfach mal den Winter dieses Jahres in Europa an, also generell den Winter. Hierbei kann man erkennen, dass die Nachfrage geringer ist als andere, eben diese 1,9 Passagiere in Wien, die fast nur mehr zwei Drittel sind als die des Sommerniveaus. Und die Airlines reagieren dementsprechend darauf. Viele Airlines verließen die Flieger, darauf kommen wir gleich zurück. Viele Airlines schicken ihre Flieger in die Wartung, die sie vorgesetzlich machen müssen. Austrian Airlines hat derzeit zum Zeitpunkt
der Aufnahme des Videos zwei ihrer Langstreckenflugzeuge im taiwanischen Taipeh für die Wartung bei Evergreen stationiert. Auch die Lufthansa verschickt natürlich die Flieger in die Wartung schon nach Malta oder nach Manila in den Philippinen oder auch ins mexikanische Cancun. Dort wird zum Beispiel ein Airbus A350 derzeit gewartet. Natürlich stellt man die Ziele um. Die Ziele im Minto sind zum Beispiel Karibik, ist es Cancun in Mexiko oder ist es eben Malediven und sonstiges im europäischen Bereich, Ägypten, Norwegen oder Skandinavien gibt es sehr viel her. Und auch Österreich mit Salzburg und Innsbruck und ihren nahegelegenen Skigebieten. Doch, jetzt haben wir dauernd eigentlich von Europa gesprochen, sprechen wir doch einmal von einem Kontinent über See, also Amerika sind wir quasi angelangt. Und da ist die Situation etwas anders. In Amerika ist es nämlich zum Beispiel so, dass im Sommer die Nachfrage tendenziell schwächer ist als im Winter. Schauen wir uns einmal den Flughafen Miami an, was der für Passagierzahlen so hergibt. Der gibt nämlich her, dass im August des Jahres 2019 ca. 2,2 Millionen Passagiere in Miami unterwegs waren und im Jänner 2019 sogar mehr als 2,5 Millionen Passagiere sie begrüßen dürften. Diese für uns Europäer interessante Passagierzahlen lassen sich natürlich erklären. So ist in Amerika und in Kanada vor allem die Nachfrage nach Warmwasserzielen in der Karibik, Punta Cana, Cancun in Mexiko oder auch Montego Bay in Jamaika besonders hoch. Auch der für Planespotters bzw. Flugzeug begeisterte interessante Airport Princess Juliana in St. Martin ist auch dort. Also, falls ihr mal wohin wollt im Winter, wo es besonders warm ist, fliegt dorthin. Dort ist sicher schön warm und auch ist ich sicher ein Besuch am Flughafen ein Erlebnis dort. Doch den Airlines fehlen offensichtlich oder beziehungsweise kann man sagen wahrscheinlich den Fliegern für diese erhöhte Nachfrage nach Karibikflügen. Die amerikanische Fluggesellschaft IAero Airways hat sich eine ganz simple Lösung gesucht und zwar sie borgt sich von anderen Airlines Flieger aus. Und im Fall von IAero Airways ist es die türkische Fluglinie SunExpress geworden. SunExpress wollte schon 2021 Wettlease-Aufträge von Amerika bekommen, doch man hat es nicht geschafft. Nun ist es eben soweit. Aber um in die USA fliegen zu können, beziehungsweise um dort eben Flüge zu veranstalten, beziehungsweise Flüge zu operieren, braucht es eine besondere Lizenz, die SunExpress beim amerikanischen Verteidigungsministerium am 18. Juni 2021 beantragt hat. Und am 27. Oktober 2021 genehmigt bekommen hat. Doch, wer ist nun IAero Airways? Ich habe davon vor der Erstellung des Videos nicht gehört, muss ich ehrlich zugeben, weil es ist eigentlich an und für sich eine recht unbekannte Fluglinie in Amerika. IAero Airways ist eine Charter-, VIP- und Cargo-Fluglinie, die 1997 als Swift Air gegründet wurde. Im Jahr 2017 war man noch in Amerika unter dem Namen Swift Air bekannt. So hat man sich eben am 16. Juni 2017 mit der amerikanischen Eastern Airlines fusioniert. Der Betrieb von Eastern Airlines wurde danach eingestellt und sämtliche Flugzeuge gingen an IAero Airways. 2018 übernahm die sogenannte IAero Group Swift Air und nannte Swift Air eben 2019 in IAero Airways um. Und noch einmal zurück zur Flotte der amerikanischen Fluggesellschaft. So betreibt man ca. 40, genau genommen 42 Boeing 737, davon 9 737-300, 20 737-400 und 13 737-800, wovon eigentlich 10 Stück 737-800 Cargo sind. Und von diesen 10 Stück hat 9 737 fliegen für DHL in Amerika Kurzstrecke. Auch IAero Airways vermietet sogar im Sommer während eben der Hochsaison in Europa Flugzeuge nach Europa. So hatte in diesem Sommer im Jahr 2022 die tschechische Fluglinie Smartwings 2 IAero Airways 737-800 in der Flotte. Und so ist es dann doch irgendwie ein faires Miteinander
im Sommer in der Hochsaison in Europa gehen Flugzeuge von Amerika nach Europa und im Winter gehen Flugzeuge von Europa nach Amerika während deren Hochsaison. Und abschließend möchte ich noch euch dazu bitten, einen Like zu geben und einen Kommentar zu schreiben, denn so erreicht das YouTube-Video eine besonders hohe Reichweite, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Allgemein hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat und freue mich über ein Abo. Das war's. Also ich hoffe, es waren doch ein paar interessante Fakten dabei, Themen, die ihr noch nicht kanntet, und damit bis zum nächsten Mal. Hab mich sehr gefreut.